ich bin Mara, Gewerde Mara. Und ich erzähle euch, was die fünf wichtigsten Wörter sind beim Tennis und was ein Trainer wissen sollte, muss. Das erste ist aus. Das gebärdet so aus. Dann können die Gehörlosen oder Schwerhörigen sehen, ach so, der Trainer sagt aus, okay, verstanden. Und das zweite ist gut. Das bedeutet, der Ball ist drin. Und das dritte ist, der Trainer sollte auch mal sagen, Einstand. Das bedeutet, dann wissen die Gehörlosen, wenn sie zum Beispiel vergessen haben, wie es steht, zum Beispiel 15-0, bla bla bla, damit die auch wissen, wie es steht, zum Beispiel 15-0, 30-0, 40-0 und dann Einstand. Vorteil auf und Vorteil rück. Das letzte ist Netz. Da muss man einfach nur Netz, weil zum Beispiel, oder Netzroller.